Was geht ab, Mo-Cousin? Alles gut, Bruder. Ola, stell dich mal vor, sag mal den Leuten, wer ist überhaupt dieser gut aussehende Bruder hier neben mir, der Einzelkampf im Konzi gewonnen hat? Was geht ab, Leute? Mein Name ist Moduzzi, wie viele mich kennen. Ich bin Rapper, ich komme aus Spiegel TV. Ich komme aus Spiegel TV. Woher kommst du? Ich bin Albaner, Cousin. Woher kommst du? Ich komme aus Spiegel TV, Bruder. War aber, ey, Dreht, heute wird lustig. Wir haben einige Fragen vorbereitet für den Bramo, ja. Ich war auch geschockt. Wir haben uns sehr lange nicht gesehen. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, das ist 4 Jahre her oder 5 Jahre her. Und da war, wie soll ich euch jetzt erklären, Jani? Bruder, ich war komplett 37 Promille und ich habe ihn nur angequatscht und scheiße geredet, ihr kennt mich. Und wir haben uns zum ersten Mal heute wieder gesehen, aber direkt auf Anhieb gut verstanden. Bruder, ich habe gar nicht gewusst, Moduzzi, wie alt bist du, mein Bruder? Bruder, ich bin jetzt... Was, mein Pass steht oder so? So, gesehen, wie alt bist du? Ich bin paar und 30 jetzt. Paar und 30? Nicht sagen direkt so viel? Doch, ich bin 37 Jahre alt. 37, Wallah, Masha'Allah, mein Bruder. Ich war auf meine Mutter, das ist krass. Krass. Wallah, Respekt. Heftig, ja. 37, Wallah, wo ich das gehört habe, gell, ich wollte Hand küssen. Ich hab gedacht so, Onkel, Wallah, was geht ab, zu sehen, alles gut? Krass, aber gut, guck mal hier, was für Feedback, was? Bruder, die Leute hätte 70 gesagt, hätten die immer noch so gesagt, oder? Bruder, die Leute lieben dich, Bruder. Ihr seid die Wallah. Besten, Wallah, brutal. Bruder, guck mal, ohne diese, du weißt, ich hab Herz auf Zunge und Eier dachte, auf Zunge. Dachte 30, Maschallah. Hab ich nicht gesagt, auch? Bruder, die Leute lieben dich, Cousin. Du bist krass, der. Ihr seid die Besten, Alter. Aber warum hab ich nur 3000 Klicks auf meine Videos, wenn die mich alle lieben? So viele Zuschauer, so viele Klicks hab ich schon. Du musst supporten. Ja, jetzt, ich hab auch mit Moduzzi geredet. Und Jani, man weiß nicht, Jani, guck mal, heutzutage jeder zweite Rapper kommt auf Twitch. Was ist Moduzzi ohne Twitch? Was ist Twitch ohne Moduzzi, Bruder? Verstehst du? Dann müssen wir auch noch hier so ein bisschen in die Richtung drängen. Also, Darius, ihr wisst, ein bisschen Liebe lassen. Bald ist es soweit, ja. Bald ist es soweit, inshallah. Und ganz angenehm, ich habe die paar Fragen da. Wie sieht's bei dir aus, Moduzzi? Wann heiraten, Familie? Gibt's da schon was? Ist da was schon in Planung, Cousin? Nein, Bruder, ich habe jetzt einen Hund geholt. Wallah, du bist der Baba, Cousin. Erzähl. Nein, also da vielleicht irgendwann mal demnächst im Plan. Ja? Hast du schon so jemanden Aussicht, oder? Mal gucken, Bruder. Ist schwierig, gell? Hab ich die Brille an, wenn ich die aussehe, dann sehe ich was. Boah, ist schwierig. Wie viele Jahre Rotlicht machen kaputt, oder nicht, Cousin? Ja, Bruder, voll. Wallah, gell? 25 Jahre jetzt. 25 Jahre? 25 Rotlicht. Jahre lang habe ich nur gesehen. Bruder, kann man dann noch lieben, Bruder? Weil ein Mann hat gesagt, wenn du zu viele Frauen von einem Herzen liebst, kannst du nie wieder lieben, Bruder. Ja, dann kriegt man so einen kleinen Schaden. Stimmt wirklich, wirklich? Bruder. Ja, wirklich. Da kriegt man wirklich schon einen ekelhaften Schaden. Aber nach einer Zeit verblasst es dann, weil ich bin ja eigentlich schon jetzt seit ein paar Jahren draußen. Ja. Wegen der Musik, ein paar Sachen. Deswegen habe ich dann komplett Therapie. Okay, Arruina. Also erzählt, was geht ab bei euch? Also mit 12. Für was brauchst du einen Hund? Erstmal. Wir lieben dich. Dankeschön. Ich liebe euch auch. Ihr seid die Besten. Was geht ab, Mo? Alles bestens, Leute. Erzählt mal, wie läuft eure Tage? Was geht so ab bei euch? Ich kenne mich überhaupt gar nicht mit Twitch aus. Okay. Ey, Bruder, wie läuft's? Soll ich jetzt lesen, einfach mit denen reden, oder was? Woher kennst du Sammy zum Beispiel? Ach so, Sammy kenne ich halt lang. Sammy, ich habe den schon immer gefeiert. Sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch, auf jeden Fall. Ich mag den auch als Person top. Auf jeden Fall, ja. Wie läuft Ramadan? Sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Wie groß bist du, Bruder? Wie groß ich bin? Ja. Ich bin fast 1,90, 1,88. Hab in der Schule eine Präsentation über dich gemacht. Krass. Krass. In der Schule? Bist du noch in dieser Schule geblieben? Bruder, 3000 Zuschauer, Alter. Wie krass. Wir knacken die heute. So. Okay. Susu Delari, was geht ab? Und was machst du neben den Rappen? Bruder, das ist nicht nur Rapper-Cousin, der kommt aus Spiegel TV, mein Bruder. Das ist Moduzzi, Bruder. Ihr kennt ihn nicht. Wie lange bleibst du? Wir sind heute lange aktiv, Adrenalis. Mach mal Ausrufezeichen Subs. Guck mal, wie wir gedroppt sind. Bruder, das ist ja unmenschlich. Das war wahrscheinlich so, ich habe 700 Abonnenten verloren. 700 mal 4 Euro habe ich diese Nacht verloren. Ah, die Nacht aber, ja, nicht jetzt. Nein, in der Nacht. Nein, Cousin, ich hab nichts mit dir zu tun. Du bist da, mein Bruder. Ja, holt mal eure Kombo, diese 700 wieder rein, Leute. Ja, wär auf jeden Fall wichtig. Ja. Dreddys, Moduzzi, erzähl, Bruderherz. Ja, Bruder. Jani, du, schwer mit Frauen, du kommst nicht mehr in Verbindung. Genau. Weil zu viele Jahre Juff-Erfahrung. Juff, ja. Ja, erzähl, Bruderherz. Erzähl mir ein bisschen über dein Leben. Erzähl, wie ist dieses Rotlicht-Dasein, mein Bruder? So, ich persönlich kann mir das schwer vorstellen. Jani, jetzt, ich bin Ramadan, wir haben heute beide gefastet. Normal. So, ich gehe nach Hause, du gehst arbeiten, so. Oder wie? Jani, du hast ja auch 25 Jahre. 25 Jahre, hast ja. Hast einige Ramadans auch verbracht in den Nein, ich habe immer frei gemacht, einen Monat. Hast du frei gemacht? 3 Tage. Nein, Bruder. Also ich habe 11 Monate gearbeitet.
Ja? Ja, einmal habe ich frei gehabt immer, ja. Okay, krass. Richtig halal, gell? Voila, halal. War man nicht, warum nicht? Nein, Bruder, egal, was wir glauben. Erzähl uns über deinen Alltag. Wie war das so, mein Bruder? Mein Alltag, guck mal, ja. Ich bin ins Rotlicht, bin ich nach der Türsteherkarriere. Also ich habe auch parallel natürlich auch als Türsteher gearbeitet, aber ich war mit 15 habe ich angefangen als Türsteher zu arbeiten. So Partys. Oha. Ja. Früh. Und dann habe ich angefangen mit 16, 17, 18 so in Diskotheken zu arbeiten. Dann bin ich komplett im Nachtleben geblieben. Okay. Diskotheken drin, damit so mit 19, 18 so ungefähr, bin ich dann ins Rotlicht reingerutscht. Okay, krass. Also schon relativ frisch, Bruder. Ja, sehr frisch. 18, 19 ist sehr, sehr, sehr jung, Bruder. Ja, ja, Bruder. Okay, krass. Und hast du dann direkt gedacht, ey, hier, das ist mein Business? Genau. Ich habe auch gutes Geld verdient. Bruder, Herz, ich bin jetzt ehrlich zu dir, gell? Ja. Hast nicht so schlechte Gewissen, Jani, so, man ist ja auch religiös irgendwo, weißt ja, du? Ja, natürlich. Aber Bruder, wenn du zum Beispiel so, der Kreis war das, Bruder, weißt du? Du kamst einfach nicht wenn raus. Wenn du einen Kreis hast, Bruder, das ist wie jetzt, wenn du jetzt Hip-Hop-Musik hörst, Bruder. Mhm. Normalerweise Hip-Hop-Musik ist auch nicht gerade das, was zu unserer Religion passt. Ja, hast du recht. Aber du passt halt das halt an, was um dich herum ist. Ja, hast du recht. So war das bei mir. Und wie sah es mit dem Geld aus, Jani? Ist man da ein Top-Verdiener so? Ja, oder? Ja, Bruder, ich habe sehr, sehr gut verdient. Krass, wann kann ich anfangen? Nein, ich war so gesehen. Krass. Ja. Ja, Bruder, viele Leute haben mich gefragt. Ich check auch gleich nochmal die Instagram-Fragen. Und im Discord habt ihr auch Fragen gestellt. Kommt gerne in den Discord. Viele haben gefragt, was hat ein Moduzzi verdient, Bruder? Was war so dein bester Monat im Laufe deines Lebens? Yani, du, welche Summe hast du auf einen Schlag in einem Monat, allgemein in einem Monat verdient? Die beste in deinem Leben. Das ist ja wie zum Beispiel, das ist wie der DAX. Zwar mal so, aber genau. 30, 40, 50. Dann gab es auch mal manchmal einen Monat, wo ich 150 verdient habe. 150 in einem Monat, Bruder? Ja, so gab es immer so, du bist ja konstant nur am Arbeiten. Du stehst auf, gehst Training und dein Tag besteht nur aus din. Krass. So, und dann gibt es halt so Monate, wo du halt zum Beispiel 10 Mille oder 10.000 oder 8.000 verdienst, dann ja. Läuft es halt nicht. Oder du brechst dein Bein, kannst nichts mehr machen. Dann hast du halt nur diese Fixkosten zu decken. Krass. Wallah, heftig. Ja. Also ich bin auch, also der Moduzzi, der fährt einen kranken Wagen, Adradis. Wallah, ich war heute geschockt. Der hat mich abgeholt, wir sind zusammen essen gefahren. Ich habe gedacht, okay, Moduzzi, ich weiß nicht, Bruder, Fiat Punto, Opel Corsa 1.6, der kommt da mit einer, Bruder, mit einem Mercedes, gell, für den wird die Schwänze lutschen. Ich sag euch ehrlich, Bruder. Der kommt mit einem Auto, Bruder. Ja? Ist auch dein Wagen, Bruder. Hör auf, Bruder. Wagen. Um Gottes Willen, Bruder. Um Gottes ist auch ein Auto. Um Gottes Willen, Bruder. Das Auto geht auf deine Community. Masha Allah. Wallah, Masha Allah dafür. Das ist echt stark, Bruder. Also von Rotlicht zu... Nein, Spaß. Von Rotlicht zu Mercedes. Bruder, nein, stabil, Bruder. Wallah. Und dann warst du ja nicht 25 Jahre da. Ja, ungefähr. Ja. Okay, kannst du uns vielleicht die schlimmste Erfahrung, die du dort erleben musstest? Also der... Was war das Schlimmste, was du so da erlebt hast? Das Schlimmste, was ich erlebt habe? Ja, wenn wichtig ist, kannst du dran gehen. Nein, okay. Nein, ist gut, Bruder. Das Schlimmste, was du erlebt hast? Boah, das war ein Auseinander- Aber versuch es so auf Twitch-Sprache, so, weißt du? Ja, ja, normal, genau. Das waren Auseinandersetzungen. Mit der Wasserpistole, der Film? Genau. Ah, okay. Mit Wasserpistolen hatten wir da Auseinandersetzungen. Dann hatten wir so Buttermesser. Buttermesser auch, krank. Ja, habe ich ein paar Mal abbekommen, ist auf mich runtergefallen und so. Hast du, wurdest du schon? Ja, 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 öfters. Wo? Ich habe eine Narbe hier, die kann ich euch präsentieren. Die ist ja, voilà, die sieht man. Hier, genau. Hier. Und da sind halt noch verschiedene Narben. Eine Narbe habe ich hier. Oh, die ist groß. Voilà, die ist groß. Krass, die sieht man auch richtig geil, Alter. Voilà, die sieht man. Ja, hier halt verschiedene Narben. Krass, voilà, ich wusste nicht. Ja. Brutal. Wann sind die Narben passiert? In Paarundzwanzig, wo ich Paarundzwanzig war. Erzähl mal die Story. Kannst du dir erzählen? Diese Narbe habe ich gehabt. Da habe ich mich mit jemandem gekuschelt. Ich darf nicht so reden, gell? Ja, ja, alles gut. Wir haben gekuschelt und hin und her und dann habe ich ihn halt im Clinch gehabt beim Kuscheln, weil ich ihn gekitzelt habe und dann hat er halt so ein Buttermesser mir geben wollen, weil ja, ja. Ich damit ein Brötchen wegen machen Essen, okay. Und danach hat er mich außen in der Brust rein... Ah, boah, wir sind krank, oder? Ja. Ola. Hat dieses Brot danach geschmeckt? Nein, gell? Ich habe danach Zwieback gegessen. Oder? Krank, Bruder, krank, heftig. Mit Kamillentee. Wallah, heftig. In der Uniklinik. Alhamdulillah, Bruder, sehr, sehr, sehr wichtig. Mit der AOK-Karte. Baba. Was war, oder bereust du was extrem aus dieser Zeit? Ja. Was bereust du aus dieser Zeit? Ich bereue die komplette Rottischzeit. Bereust du es alles? Ja, ich bereue es auf jeden Fall. Nee, weil ich denke mir so, jetzt wenn du älter wirst, du wirst reifer,
denkst du dir, guck mal, du hast später Kinder und was weiß ich was. Ja. Was willst du denn erzählen, Alter, dass dein Vater mit den Teletubbies gearbeitet hat? Ja, weißt ja, ich richtig, richtig. Und das ist halt das Einzige, was du halt richtig bereust bei der Vergangenheit. Richtig, okay, krass. Ja. Okay, heftig, mein Bruder, Walla. Das ist sehr interessant, weil ich selber, ich kenne dich schon einige Zeit, einige Jahre. Ja, wir kennen uns schon lange, Alter, auf jeden Fall. Nee, aber so jetzt als auch als Fan. So, ach so. Ich dich schon, Bruder, seit 12 Jahren. Ich habe mal mitbekommen, da war so ein Video von dir, weißt du, also so ein Musikvideo. Ja. Das war brutal, das war das allererste Video. Ich habe vergessen, wie das heißt. Du standest so vor einem Auto. Ah, das war das erste, ja, ja, das war mein erstes Video, was wir selber gedreht haben. Wie hieß es? Tu mon frère. Ja, mon frère, ja. Voilà, mon frère, das war das. Mon frère war mein erstes Musikvideo. Und dieser Song, der ging rum, Bruder, weißt du? Ja, ja. Der ist auch hierher so gekommen. Und dann hat man dich so auf dem Schirm gehabt, so. Und dann, Bruder, kam ja immer wieder irgendwas. Yani Moduzzi da, Moduzzi Spiegel TV, genau. Moduzzi das. Genau. Wie kam es eigentlich zu Spiegel TV, mein Bruder? Ich habe Jahre, wo ich damals bei Rotlicht gearbeitet habe, alleine auch, ich habe ja ganz alleine dort gearbeitet, bin ich voll aufgefallen wegen meiner Arbeit und bla bla. Und die Journalisten, die rennen ja dort immer rum im Rotlicht. Und ich bin denen voll ins Auge gefallen und haben die voll Bock auf mich gehabt. Die sind voll oft gekommen, haben bei mir geklingelt, haben im Büro angerufen, über Internet haben die Nummer rausbekommen. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, wisst ihr was? Wir drehen aber auf real, nicht auf dieses Fake gestellt und was ich was. Also halt nimmt die Kamera mit, kommt mit mir mit und dann können wir drehen. Haben wir es gemacht und das ging halt böse viral. Krass, Digga. Weil ich halt wirklich. Und Ding, ja, die Doku bei Spiegel TV, ja. Die ist einer der krankesten Doku. Das ist die beste Doku in Deutschland, ja. Wurde es gewählt auf gewählt auch, ja, ja. Das ist die beste Doku. Egal welche Doku jetzt auch gedreht wird, die bleibt immer noch auf Top. Krass, krass, krass. Die wurde offiziell, Bruder, hart. Wie viele Klicks hat die, Bruder? Die hat fast 9 Millionen Klicks. Boah, Bruder. Mehr als ganze Rapper mit einem Album schaffen, Bruder. Ja. Das ist heftig, Bruder. Ja, auf jeden Fall, Bruder. Was war denn das, Cousin? Ich glaube, Eintracht hat wieder Tor geschossen. 3-2, Bruder. 90. Minute. Die haben zwei E-Mail passiert. Nein. Ja, ja. Eintracht. Ja, ja. Ich hab 90. Aber Eintracht gewinnt trotzdem. Aber die gewinnen sowieso, Bruder. Die gewinnen immer noch 4-3, führen die noch, Bruder. Krass. Ist vorbei, 3-2 beendet. Okay, 3-2 beendet. Eintracht hat Barca rausgeschmissen, Adrelli. Krass. Erzähl mal von deiner Knastzeit, mein Bruder. Wie lange saßt du? Jetzt die letzte war ich. Ne, insgesamt. Wie lange saßt du insgesamt? Insgesamt 4 Jahre. Insgesamt. Oh, voilà, viel. Immer Monate, das auf 37 Jahre verteilt, ja. Oder erzähl uns mal, Bruder. Ich weiß, bei 26 Minuten TV da schon so ein bisschen geplaudert. Ja. Die letzte Haft. Ja, erzähl, war die schlimmste Haft. Erzähl uns. Die letzte Verhaftung, die ich hatte, die war die schlimmste. Warum? Ja. Weil ich 7 Gefängnisse hinter mir habe in dieser U-Haft. Weil ich musste ja Transport geben. Ah, okay, okay, okay. Die Anklage kam aus Aachen, aus Nordrhein-Westfalen. Und da ich ja aus Offenbach bin, haben die mich halt in Offenbach verhaftet und mussten mich halt ausliefern nach Aachen. Aachen. Oh, ja. Wow. Und der Transport bis dahin, der geht nicht durch, weißt du, wie so ein Shuttle-Service, sondern du musst von Knast zu Knast übernachten, bis du dann in Aachen ankommst. Ah, okay, krass. Die fahren nicht 50 Kilometer, du bleibst Knast. 50 Kilometer, du bleibst Knast. Okay, richtig, okay, richtig. Okay. Ja, und dann auf einmal, ich wurde halt verhaftet. Mhm. Auf jeden Fall, eines Tages bin ich nach Hause gefahren, mit Cabrio, und das war ein bisschen warmer Tag. Ich bin nach Hause gefahren. Von wo kamst du? Von Spiegel TV? Nein, okay, Bruder. Du bist nach Hause gefahren in deinem Cabrio? Ich bin nach Hause gefahren auf jeden Fall und ich sehe, so ein Auto steht aber verkehrt rum in so einer Einbahnstraße, weißt du, wo du eigentlich nur reinfahren kannst, aber die standen im Gesicht davon. Ah, hast schon gedreht, gewusst, irgendwas. Nein, ich hab die voll, also wie ausgelacht, so, warum stehen die so behindert da? Und dann bin ich halt vorbeigefahren, kurz geguckt, gegrinst, dann bin ich reingefahren in meinen Hof, hab geparkt, bin rein und hab mich ausgezogen, weil ich duschen wollte, um mich fertig zu machen, Richtung Stadt zu fahren, weißt du. Und dann halt wollte ich halt mal nochmal eine Zigarette rauchen. Dann bin ich auf dem Balkon und wenn du auf dem Balkon bist, bei mir nur Hof mit so Garage. Und so ein Nachbar von mir hat dort so eine Garage mit Geschirr, weil er ein Restaurant hat, weißt du. Und der sortiert immer so Aschenbecher an und Tellern und Geschirr aus. Und ich rede mit ihm und sage, hey, wie geht's, Onkel, alles gut, mach Zigarette an. Der guckt mich einfach so komisch an. Okay, der war einfach geschockt. Ja, weil du konntest nicht in diesen toten Winkel reingucken, dass da gerade ein Menschenhaufen von Polizisten stand und vermummt. Okay, okay. Und ich rauche Zigaretten und gucke die an und denke mir so, gibt er mir keine Antwort. Und der steht nur so da wie so eine Stange. Ich bin wieder reingegangen, setze mich auf Toilette hin. Und auf einmal macht es brrr. Und ich denke mir so, hö. Und du bist gerade am Kacken. Ich bin gerade auf Toilette und ich gucke gerade so auf Insta, so, wer alles geliked hat und so alles. Ah, wow. Und ich bin gerade so, auf einmal macht es brrr. Und die Tür geht auf, ich sehe noch Maschinengewehre, was man. Wow. So, also, komplett so gegen mich. Warum haben die dich verhaftet? Warum sind die gekommen? Mit welchem Grund? Auf Verdachts auf Großhandel vom BTM, aber im... Maximum. Also LKW ist voll. Wir reden gerade von was weiß ich was. Alle. Boah. Ja, die haben mich verwechselt. Okay, für alle, die nicht wissen, was BTM ist, das ist Popcorn und Nachos. Krass.
Mit Salsa so. Mit Salsa, richtig. Und dann haben die dich mitgenommen, dies, das, dies, das. Mhm. Und dann erzähl mal, gab es irgendein witzige Ding? Du hast bei 26 Minuten TV erzählt mit der U-Haft dann, oder wo du den Wärter, dies, das, Zigaretten, dies, das. Ach so, ich wurde verhaftet und in der Nacht, wo ich in der Zelle war, durfte ich telefonieren. Ja. Also haben die Beamten kannten mich, die haben mich telefonieren lassen. Und ich habe dann halt nach einem Anwalt erstmal gefragt und nach einer Pizza. Ja, auf jeden Fall, Bruder, bin ich halt in der Zelle nachts und telefoniere halt kurz mit jemandem. Ja. Und habe dann halt nach Anwalt, die sollen halt einen Anwalt für mich organisieren. Ja. Und da habe ich halt was zu essen bestellt. Ja. Du hast in der Zelle was zu essen bestellt? Ja. Und wie hast du das geklärt? Über Bekannten. Ich sag, ey, könnt ihr bitte was zu essen bringen? Probiert es einfach. Bol Chance. Ja, ja. Wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, dann ist halt durchgegangen. Und was hat der Wärter gesagt? Nein, also oben, in der Nacht haben anscheinend coole Wärter gearbeitet. Nur morgens. Nein, die waren deine Fans. Sowas, ja. Walla! So und, Bruder, aber morgens, wo die halt die Pizzaverpackung gesehen haben, die Kriminalpolizei, ja, die sind durchgedreht, Bruder. Ja, natürlich. Wer war das? Bla, bla, und her. Ich sag, wer war das? Und danach. Kennst du das, Bruder? Nein. Willst du es rauchen? Ja, können wir gerne machen. Das ist der Standard-Frankfurt-Satz, Walla. Bruder, kennst du das? Nein. Willst du rauchen? Natürlich, Bruder. Ja, damit gesagt. Okay, krass. Und dann, du bist Zelle, dies, das. Ja. Ja, auf jeden Fall. Danach haben sie mich zum Haftrichter gebracht. Ich bin davon ausgegangen, die haben mich verwechselt, die lassen mich so gleich wieder raus. Ja, ja. Der Haftrichter sagt so, hau okay, rein. Jetzt Hand auf Herz. Ja. Ist dieses Verfahren abgeschlossen? Ja, ich bin freigesprochen. Hast du was damit zu tun? Nein. Nichts? Gar nichts. Das war alles aufgrund eines Missgeschicks. Also, ja. Wie heißt es nochmal? Verwechslung. Verwechslung. Was heißt Verwechslung? Guck mal, mir wurde vor Jahren ein Video geschickt. Von einem guten Freund von mir. Mhm. Und der hat halt voll viele Pakete Nachos gefilmt. Nachos, okay. Ja. Krass. Und es waren richtig viele Nachos. Es waren übertrieben viele. Digga, Nachos. Du konntest halt schwimmen in diese Nachos. Boah, du konntest einfach mexikanisch reden, so viele Nachos waren das. Okay, krank. Und danach, das Video war mal in meinem Handy. Aber ich hab's nie ernst genommen, ich hab darüber kurz gelacht und hab mir irgendwann mal ein neues Handy geholt. Und das Handy wurde auch vernichtet, es war nicht mehr da. Okay. Aber die haben voll Kicker auf meinen Freund gehabt. Und die haben das Video gesehen, was er mir gesendet hat, wo er meinen Namen sagt und die Nachos filmt. Okay. Dann haben die eine Geschichte zusammengebastelt. Ah, boah, und dann hab ich gedacht, krass, der Mo kauft Nachos, Alter. Aber in großen. Aber der geht nicht Kino, der kauft einfach so. Der kauft Nachos und krass, der liebt Nachos, der Alter. Der kauft viel Nachos. Ja, und dann hab ich gedacht, krass, also ja, wenn er. Ich liebe es Nachos. Aber feier, Bruder. Okay, krass. Okay. Und wieso, bevor er jetzt, wenn er schon mit Nachos anfängt, dann macht er bestimmt irgendwas mit Burritos oder irgendwas. Ja, nee, und dann erzähl mir mal bitte, weil das war Legende, was ist diese Wasserkocher-Geschichte? Was boah, Bruder, guck mal, bei den Jungs 26 Minuten ging ja das Interview voll schnell, weißt du? Ja. Aber ich erzähle es jetzt mal hier richtig. Ausführlich, bitte. Mit Gefühle. Safi. Mit dieser Ambiente-Licht noch. Mit Nachos von Spiegel-TV. Genau. Man sieht. Auf jeden Fall, ich war in einem Gefängnis in Köln. Mhm. Und dort ist es ja wirklich, Bruder, das ist da wie wenn neue Eröffnung bei Kick ist in Offenbach und alle stehen so Schlange morgens um 8 Uhr schon. Okay, krass. So, so ekelhaft. Voll. Du läufst so an die Leute vorbei. Okay, brutal. Und ich wusste gar nicht, dass ein Wasserkocher dort voll heilig ist, Bruder. So viel Wert hat. Krank. Okay, krass. Bruder, wirklich, die würden sich sogar das Ding tätowieren. Mit Schattierung. Mit Schattierung sogar, der Wasserkocher. Okay, krass. Und der Kabel geht so unter dem Bauch so herum. Okay, krass, Digga. Und ich habe mir einfach aus dem Nichts, weil ich Kaffee trinken wollte, nachts beim Fernsehen gucken, Zigarette. Ich fühle mich einfach gerade, als ob ich gerade im Urlaub bin. Krass, so einfach Luft Kaffee nachts. Ja, so einfach, du denkst gerade, du bist im Urlaub, dabei bist du gerade in der Zelle, bist ein Eichhörnchen. Mhm. Und ich habe einen Wasserkocher ausgegeben von so einem Russen, der war über mir. Mhm. Und dann, wir hatten einen Tag später, hatten wir auch Ramadan. Okay, krass. Ja, und wir haben halt das Haul gemacht, wir haben gegessen, bla bla bla. Und der neben mir war ein Tunesier, ein sehr guter Mensch war das. Mhm. Und sein Prozess hat gerade angefangen in Köln. Und der sagt zu mir, wo wir kurz Hofgang hatten eigentlich, und er sagt, Bruder, meinst du, kannst mir kurz für einen Tag den Wasserkocher ausleihen? Bruder, ich dachte mir so, wie bei uns, so Nachbarschaft. Natürlich, man gibt... Aber ich habe vergessen, dass ich gerade im Knast bin, Alter. Ja, da gibt es keine Nachbarschaft. Okay, ja. Und ich sag normal, Bruder, hier, nimm den. Der hat ihn halt morgens gemacht, weil er nachts heute sich hinlegen wollte und morgens um 7 Uhr wird er abgeholt für Gericht. Mhm. Beim Gericht wurde er verlegt nach Belgien.
Mit seinem Wasserkocher? Mit Nein, der Wasserkocher war noch in der Zelle. Wenn du verlegt bist, ja, dann kommen Hausarbeiter. Die räumen deine Zelle. Ja, und die bringen diese Wasserkocher in so einen Raum, in so eine Kammer. Und wenn du den wieder beantragen willst, dauert es bis zu 4 bis 6 Wochen oder 2 Wochen. Wenn du Kontakte hast, dauert es sogar 2 Wochen. Arruina. So, jetzt ist der da oben Kaffee-Junkie, Alter. Arruina. Und der liebt Kaffee. Arruina. Und ich denke mir so, Alter, egal. Irgendwann mal habe ich diesen Wasserkocher vergessen. Und draußen klopft es an der Tür. Hat er dich nicht angesprochen schon? Ja. Hier, Mo, wo ist mein Wasserkocher? Erst einen Tag später. Weil ich wollte meine Wasserkocher? Ja, ja. Erst 2 Tage später. Okay. Aber klopft es so gegen die Zelle, oben bei denen vibriert es so ein bisschen an deinem Raum. Ich mach Tür auf und auf einmal denke ich mir so, Alter, wer schreit da gerade? Ich mach so Fenster auf und schreit dieser Ivan und sagt zu mir, ey, Mo, Bled, wo ist meine Wasserkocher? Ja. Und ich sag, ey Bruder, alles gut, der ist bei dem Kollegen hier neben dran, ich hol den gleich. Ja. Ich klingel an der Wand, gibt's so eine Klingel, ich klingel an der Wand. Ja. Und auf einmal kommt der Wärter und sagt mir, was gibt's? Ich sag, können Sie vielleicht, Herr Beamter, können Sie vielleicht bei dem Nebenhäftling sagen, wegen dem Wasserkocher? Wasserkocher, ja. Und er sagt zu mir, der ist gar nicht da und macht mir dieses Ding so zu, diese kleine Fensterchen, weißt du? Ja, ja. Und ich denk mir so, hör, wie? Ich klingel wieder und parallel klopft er an der Zelle die ganze Zeit. Und was hat er gesagt? Ah, und ich denke mir so, alle, nein, Alter, ich bin jetzt gerade in so einer Zwickmühle, gell? War das ein breiter Russe? Der sah aus, Bruder. Ja. Der, kennst du, wenn du zum Beispiel so, wenn du zum Beispiel jetzt von Frankfurt so einfach in eine neue Stadt fährst, fahren sie immer so Start und beim Rathaus. Ja. Die haben einfach so ein Sixpack aus Metall. Ja, okay, Safi. So sah der aus. Dimitri, aber der sah aus wie Boyka sein Ding. Okay, okay, Safi. Und der klopft die ganze Zeit an der Zelle und bla bla und her. Und ich denke mir so, Alter, was soll ich denn sagen? Und irgendwann klingel ich wieder vor Panik bei dieser Wand. Da gibt es so einen Klingel. Ja, da rufst du einen Wärter, der kommt wieder, sagst du, können Sie, und ich mach noch den hast hier. Hast du auch gemacht schon? Ja, Bruder, ich habe schon gesagt, wie soll ich mich von meinen Eltern verabschieden? Ach, du Scheiße. Ich schicke einfach so Brieftauben dahin. Okay, krass. Und auf jeden Fall, irgendwann mal kommt der Wärter wieder, sagt mir, was gibt's? Ich sag's, wegen dem Wasserkocher. Ich hab dir gesagt, das Ding ist da. Schick Antrag, wo der Antrag gesagt hat. Ja. Und ich sehe nur noch 6 Wochen, ich bin am. Hast du gedacht, ich bin fix und fertig. Ja, und dann? Ja, danach irgendwann mal habe ich ihm gesagt, Ivan, ey Bruder, ich mache einen auf diese Psi, weißt du so, ey Bruder, wie krass, gell, der Wasserkocher ist bei denen, die haben ihn einfach in der Kammer gebracht. Der sagt, du bist, ich zerknick diese Gnatsche, weißt du? Was du Scheiße, und da? Bruder, ich habe ganze Nacht, weißt du, wie ich ganze Nacht geschlafen habe? Mit Decke zwischen Füßen? Nein, wie Emily Rose, so habe ich geschlafen, mit Schweiß. Als ob die gerade Exorzismus in meine Zelle machen, Bruder. Ach du Scheiße. Ja, aber habt ihr euch dann gesehen? Ist er auf dich zugekommen? Morgen um 6 Uhr geht meine Zelle auf. Ja. Und die Wärter sagen duschen. Und ich sag's, nee, heute ist doch Dienstag. Aber dabei dusche ich am Freitag. Wir duschen ja in der Woche. Ich habe ja jeden Tag geduscht, nur halt, ich wollte nicht dienstags duschen. Ja, ja, und noch nicht um diese Uhrzeit, wenn dann mittags. Ich sag's ihm, warum? Sagt er, raus duschen. Ich gehe duschen, ich nehme so meinen kleinen Korb mit Shampoo, alles drum und dran. Ja. Und auf einmal merke ich in der Dusche, Tür geht auf. Bop, auf einmal kommt da so ein Adonis rein, Alter. Und steht am Flur, Digga, Alter. Und dehnt sich. Ich denke mir so, okay, der bereitet sich gerade für Olympia vor, Digga. Okay. Digga, der hat Muskel gehabt. Ich wusste gar nicht, dass ein Mensch so viele Muskel hat. Ah, boah, Bruder. Der sah einfach aus wie so ein Pferd mit Pferd und nochmal ein Pferd. Kennst du diese Zorro-Pferde? Dreifach wert, sag ich. So, der hat einfach Fadern gehabt, du konntest mit diesen Fadern konntest du so spielen. Krass. Hafe, konntest du mit Ja, Fadern. Konntest du also deine Klamotten auf seinem Bauch so waschen. Boah, okay. Und auf einmal, Digga, ich merke so, okay, das wird jetzt für mich sehr kritisch, weil der Typ sieht einfach zu metallmäßig aus. Ja. Ich nehme diese Shampoo, was so 99 Cent kostet, und drücke das komplett aus und wasche mich voll. Mit Shampoo? Aber, dass du so glitscht? Nee, dass ich einfach so viel Schaum habe, dass er sagt, der ist gerade am Duschen. Ach so, die Sache. Boah, wunderkrank. Schlaue Idee, gell? Aber Digga, meine Augen waren so wie so ein Mundchichi, sag ich aus. Krass. Und dann auf einmal, Digga, ich merke so voll viel Schaum und auf einmal merke ich, bopf, hat's gemacht. Ja. Und wir duschen in so kleine Kabinen drin. Ich habe drinnen wie so ein Flummi gemacht. Dann. Der hat mich auch in Ruhe dann machen lassen. Ah, okay. Dieses okay, Ding, dieses Geräusch muss erstmal zu Ende sein. Weil ach, ich, du Scheiße. Und dann bin ich auf ihn gesprungen, dann haben wir halt so ein bisschen Dirty Dancing gemacht. Okay, da hat er eine mich, Frage von mir jetzt. Ja. Macht ihr nackt? Wenn man duschen nein, wir duschen alle nur mit Boxershorts. Okay, krass. Nein, sobald einer nackt duscht, gehen wir raus. Ah, okay, krass. So was gibt es, das sind Rituale, Digga. Okay, krass. Ja, und dann haben wir uns halt, wir haben uns halt... Dirty Dancing. Der hat mich getragen, dann habe ich ihn so kurz getragen auf Schulter. Dann Pirouette, Spagat. Ja, haben wir Fang gespielt und so. Krass. Dann bin ich ausgerutscht, dann war ich kurz beleidigt. Dann hat er gesagt, ey, das war nicht so gemeint. Dann hat er Hand gegeben. Hat er mich hochgezogen. Krass. Während er mich hochgezogen hat, hat er mich wieder die Dusche aus und geschmissen. Krass, ja, und dann ging es halt so rum. Bis halt ein bisschen Blut war, dann haben wir aufgehört. Okay, krass. Ja, heftig, professionell. Oh, krass.
Okay, und dann Jani, war die Sache mit ihm erledigt? Nein. Ach du Scheiße, ging weiter. Der hat mich auf lebenslänglich. Der hat mich auf so eine Blacklist gemacht. Nein. Digga, der hat bestimmt sogar meinen Namen tätowiert. Nie wieder lass ich. Noch, wie lange warst du noch bei Guck mal, komischerweise, was ein Zufall, wo dieser Beef dann zwischen mir und dem angefangen hat. Ja. Nächsten Tag wurde ich freigelassen. Boah, subhanallah. Ja, Mann. Wie viel hast du bezahlt? Drei Seifen, Mann.